Momo und du bist im Gönner Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und eigentlich wollte ich heute die erste Folge des Survival 1x1 drehen, und zwar die kleine Einführung mit dem Buch, an dem ich mich orientiere. Jetzt kriegt ihr mit, wir haben extrem schlechtes Wetter und deshalb sehen wir uns gleich zu Hause vor meinem Ausrüstungslager wieder. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen hier in meinem kleinen Ausrüstungslager. Wenn es dich interessiert, wie ich meine Ausrüstung lager und was ich lager, dann schau da einfach mal hier oben bei dem kleinen Ausrufezeichen, da wirst du zu einem entsprechenden Video weitergeleitet. Worum geht es mir jetzt in diesem Video? In diesem Video wollen wir ein bisschen zusammen schnacken über die Grundlagen von Survival, und das Ganze kann man betrachten als Einführungsvideo zu meiner Survival-Reihe. Ja? Das Survival 1x1 werde ich immer ein bisschen weitermachen, weil ich mich da selber bilden möchte, aber auch ein bisschen Sachen euch erzählen möchte und beibringen möchte. Für Anfänger, aber natürlich auch für Fortgeschrittene. Also ich würde mich schon als fortgeschritten mit einem Grund-Outdoor-Wissen im Survival-Bereich bezeichnen, einfach mal. Ja? Manchen von euch geht das vielleicht ähnlich, die schon jahrelang Outdoor machen, manchen vielleicht nicht. Bei Survival Skills hat man in vielen anderen Dingen auch. Auch im Bushcraft lernt man Feuer zu machen mit was anderem als, ich sag mal, im Feuerzeugen standardmäßigen. Und auch im Trekking-Bereich lernt man ungefähr mit der Zeit, wenn man sich da natürlich mit beschäftigt, welche Unterlagen, welcher Boden wie beschaffen ist und wie ich am besten meinen Komfort und natürlich auch meine Überlebensfähigkeit erhöhen kann. Falls es euch übrigens interessiert, welches Buch ich gerade lese, also falls ihr nachverfolgen wollt, was ich euch zeige etc., dann kann ich euch das große National Geographic Survival Guide Buch von John Lofty Wiseman empfehlen. Das habe ich gerade geschenkt bekommen, das heißt, ich mache hier jetzt keine Werbung oder sonst irgendwas, sondern ich habe mir das schon angeguckt, habe da ordentlich reingelesen, die Bilder sind schön, die Beschreibungen sind super, und wenn es euch einfach interessiert, ein bisschen mitzulesen sozusagen und ihr es euch holen wollt und ihr habt noch keins oder sonst irgendwas in der Richtung, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Also kommen wir einfach mal zu den Grundlagen von Survival, die uns als Hintergrundinformationen wichtig sind, wenn wir alle weiteren Videos, die so übers Jahr kommen werden, betrachten. Als allererstes die Grundlage: Dein Wille ist das wichtigste Tool, das du hast. Und das ist eine banale, aber gleichzeitig komplett richtige Aussage. Denn dein Überlebenswille ist im Endeffekt das Wichtigste. Das wird dir jeder sagen, der halbwegs ein bisschen mit Survival zu tun hat und ja, auch sich damit selbst beschäftigt hat. Ja. Wenn du selber überleben willst, dann kannst du es schaffen. Wenn du überhaupt nicht überleben willst, dann schaffst du es auch nicht. Ja? Das heißt, du musst dir im Klaren sein darüber, dass wenn du in einer Notsituation bist, dass du auch mal einen sauren Apfel beißen musst und irgendwas tun musst, was dir vielleicht nicht gefällt, um durchzukommen und zu überleben. Ganz einfach. Wenn wir uns also sicher sind, dass wir überleben wollen, dann geht es darum, dass wir unsere Prioritäten ordnen, was wir machen sollen. Ja, wir kommen zum Beispiel, sagen wir, irgendwo oben bei einer Wanderung in einen Notfall. Wir könnten unseren Rucksack verlieren, wir könnten eine Gletscherspalte irgendwo ein bisschen runterrutschen, wir könnten uns das Bein brechen beim Wandern und, und. Das wichtigste Survival-Tool in einem solchen Fall, meiner Meinung nach, und das sehen auch viele ähnlich, ist das Handy. Dieses kleine nervige Ding, das uns im Alltag gerne mal ein bisschen stresst und etc., kann ein sehr, sehr wichtiges Survival-Tool sein. Viel wichtiger als dein Messer. Denn letztens zum Beispiel gab es einen Fall, da sind zwei Wanderer, ein junges Pärchen, soweit ich mich erinnere, im Schnee wandern, versackt im Schnee und sind unterkühlt und konnten nicht mehr nach Hause. Die haben sich nicht mit einem super Beer-Grill-Survival-Messer gerettet oder mit was weiß ich für geilem Survival-Notfall-Kit, sondern die hatten ihr Handy dabei. Und genau so ist es. Ortung und nach Hilfe rufen sind die wichtigsten Sachen, die man in einem Notfall haben kann, also auch in einem Survival-Fall. Wir gehen natürlich davon aus, wenn wir jetzt über die weiteren Dinge sprechen, dass wir jetzt nicht sofort Hilfe holen können und in den nächsten 2 Stunden kommt irgendjemand vorbei. Das ist natürlich klar. Ein weiter wichtiger Punkt, der noch nicht zu den Grundbedürfnissen zählt, aber trotzdem wichtig ist zu erwähnen, ist die Planung. Klar, in einem Survival-Fall gehen wir normalerweise davon aus, dass wir mit Situationen konfrontiert werden, die wir eben nicht geplant haben. Aber auf jeder Tour, die wir angehen, zum Beispiel eine Expedition oder auch eine längere Wanderung, können wir vorher durch die Planung schon in einem gewissen Maße ausschließen, was passieren könnte. Wir können uns also, wenn wir sehen, oh, es wird sehr schlechtes Wetter, dann nehmen wir die entsprechende Jacke mit. Ebenso eine kleine Banalität, die aber viele auch nicht beachten, zum Beispiel nämlich auch dieses Pärchen. Die hatten teilweise Turnschuhe dabei und sind im kniehohen Schnee am Harz gewandert. Ganz klassischer Fall von schlechter Planung, und da helfen dann auch teilweise die besten Survival Skills nicht weiter. Nehmen wir also an, wir haben einen Fall,
Wir haben kein Mobiltelefon oder sonst irgendeine Art von Kommunikation, um uns aufmerksam zu machen. Wir haben keine Möglichkeit mit Orientierung schnell, also kein jetzt Google Maps oder sonst irgendwas, den richtigen Weg nach Hause zu finden. Und wir haben jetzt ja auch nicht die Top-Ausrüstung dabei. Das heißt, wir sind jetzt nicht komplett von oben bis unten in Expeditionskleidung ausgerüstet und haben nicht einen Rucksack mit sonst was für tollen Superzelten und sonst irgendwas dabei, sondern wir sind vielleicht ein normaler Wanderer, ja, dem sein Handy ins Wasser gefallen ist und der sich verirrt hat. Mit einem leichten Setup vielleicht oder auch einfach nur einer Plane dabei. Ganz kurz übrigens von mir an dieser Stelle eingeworfen ist, wenn ich mich mit Leuten über Survival unterhalte, dann ist natürlich das Unterhaltendste die Survival-Situation, in der man irgendwo in der Alaska-Wildnis aus einem Flugzeug rausgesprungen ist, weil man musste, weil es hat gebrannt und man hat nur sein Schweizer Taschenmesser dabei und dann kämpft man sich durch die Tundra und was weiß ich und erlegt einen Bären mit einem Zahnstocher und die ganzen tollen Survival-Sachen, die sich auch schön anhören, die im Fernsehen natürlich auch immer gut rüberkommen, aber im Normalfall, Katastrophen, die passieren und Notfälle, die uns passieren, werden niemals in einem solchen Ausmaße sein. Die meisten Menschen tatsächlich auf der Welt, wenn es um Notfälle geht, sterben zum Beispiel durch Naturkatastrophen, das heißt eine Überschwemmung. Und die meisten Bergunfälle und solche Geschichten passieren A, durch Verirren, meistens dann halt auch natürlich im Schnee, und durch Lawinengefahr, die nicht beachtet wird, wo wir wieder beim Thema Planung sind. Viele Survivalisten teilen die Grundbedürfnisse ein bisschen unterschiedlich ein, aber im Großen und Ganzen geht es immer um das Gleiche. Es geht darum, hat man etwas zu essen, Nahrung, hat man Wärme, ne? Also zum Beispiel ein Feuer, ist einem an sich warm oder kann man erfrieren, hat man einen Unterschlupf, also einen Schutz vor Wind und Regen und hat man Wasser. Ich zum Beispiel habe schon in früheren Videos 7 große Grundbedürfnisse aufgezählt, auf die man achten sollte, wenn man seine Ausrüstung zusammenstellt im Outdoor-Bereich. Und diese kann man auch auf Survival-Situationen anwenden. Welches Grundbedürfnis natürlich welche Priorität hat, ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich kann zum Beispiel im Hochsommer überhaupt kein Problem mit einem Unterschlupf haben, weil ich kann mich auch einfach irgendwo hinlegen, weil es kommt ja sowieso nichts von oben an Wind oder Wasser runter. Dafür kann ich aber ein Riesenproblem mit Wasser haben. Mich würde an dieser Stelle einmal interessieren, wie es denn bei euch schon mal in einer Notlage war, beziehungsweise ob ihr jemals in einer Notlage wart. Was war da das, was euch am meisten bedroht hat? War es der Wassermangel? War es, dass ein mega Regenschauer mit Sturm und sonst was runterkam? Oder hattet ihr nichts mehr zu essen auf Natur? Habt ihr euch verirrt? Ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass es 2 Dinge gibt, die mich, wenn, am meisten genervt haben. Und dazu hat niemals Nahrung großartig gezählt. Klar, es ist mal nervig, ein bisschen zu wenig zu essen zu haben und auch mal eine Nacht ohne einschlafen zu müssen. Aber das ist nicht schlimm im Endeffekt, weil wir haben genug Reserven und ein Mensch kann diese anzapfen mit der Zeit. Was allerdings störend war teilweise, war einmal im Hochsommer hatte ich zu wenig Wasser dabei und ich habe zu lange gebraucht, um eine Quelle zu finden. Dann kriege ich riesige Kopfschmerzen, was mein Urteilsvermögen einschränkt, was in einer Survival-Situation natürlich tödlich sein kann. Und wenn es ein richtig krasser Sturm war und von allen Seiten Schnee und Wasser kam, dann kann es passieren, dass man unterkühlt. Das hängt natürlich von der Ausrüstung ab. Wasser. Um uns Wasser zu beschaffen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zum Beispiel in diesem Buch hier aufgeführt werden, die aber auch im Internet stehen, die teilweise zum Beispiel mit Verdunstung und des Sammelns von Morgentau zu tun hat. Da werde ich auf jeden Fall noch einige Sachen machen, da bin ich schon richtig angefixt, da demnächst was zu tun. Aber zum Beispiel kann man sich eine kleine Grube graben, ja, eine Plastikplane hineinlegen und an den Seiten mit Steinen befestigen und so etwas Wassertau auffangen. Ganz einfach. Außerdem können verschiedene Tiere zum Beispiel ein Hinweis sein, ob es irgendwo Wasser gibt. Denn Säugetiere, die Nichtprädatoren zum Beispiel, brauchen regelmäßig Wasser. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, zusammenführenden Spuren zu einer Wasserquelle hinzufolgen, die bergab führen. Feuer. Um ein Feuer zu machen, brauchen wir meistens etwas. Es gibt zwar die Technik des Feuerbohrens, die ich selber noch nicht beherrsche und auch bestimmt mal in einem Video anschneiden bzw. erlernen möchte, aber ich gehe im meisten Fall davon aus, dass jeder, der irgendwo auf eine Tour geht oder ein bisschen rausgeht, ein Feuerzeug irgendwie mit hat. Die Raucher unter uns sind dann natürlich leicht im Vorteil. Oder ein Feuerstahl zum Beispiel mit einem kleinen Feuerkit oder sonst irgendwas in der Richtung.
Ein Feuer ist natürlich wichtig, sollte dann aber, wenn sehr schlechtes Wetter ist, erst angemacht werden bzw. erst errichtet werden, wenn dann das Lager schon steht, so dass es nicht die ganze Zeit ausgeregnet wird. Gleichzeitig können wir uns natürlich an einem Feuer unsere Klamotten trocknen und, was nicht unterschätzt werden darf, es ist auch ein Abwehrmechanismus für Tiere. In Deutschland haben wir weniger das Problem mit wilden Tieren, die uns gefährlich werden könnten, aber auch kleinere Tiere oder einfach, wenn man sie als störend empfindet, können dadurch abgeschreckt werden. Außerdem ist Licht, das durch Feuer entsteht, einfach etwas Wunderschönes und gleichzeitig mental extrem Wichtiges für uns Menschen. Unterschlupf. Sobald ich sicher bin, dass ich auf jeden Fall genug Wasser habe, um die nächsten paar Stunden irgendwie zurechtzukommen, ist das Wichtigste, dass ich mir einen Unterschlupf suche oder selber baue, der mich schützt vor Wind und vor Regen, der einsetzen könnte. Ein Unterschlupf selbst zu bauen, ohne irgendwelche Hilfsmittel, ist sehr schwierig. Daher ist es meistens ratsam, wenn man überhaupt nichts dabei hat, eine Art Höhle zu suchen oder eine sehr starke Verästelung, wo wenig Wasser hinkommt und vielleicht eine wasserdichte Jacke dann nach oben zu legen, unter die man sich setzen kann. Irgendetwas in der Richtung. Im Normalfall hat man nämlich keine große Bushcraft-Säge dabei oder sonst irgendwas in der Richtung. Praktisch ist dabei natürlich eine gute Säge an einem Multitool, wie zum Beispiel ein Victorinox Rangerwood oder ähnlichen. Am allerbesten ist es natürlich, wenn man eine gute Plane dabei hat. Ja. Da gibt es mittlerweile sehr viele sehr leichte Modelle, die nicht mega lange halten, aber nur 50 oder 100 Gramm wiegen und dann irgendwo im Survival Kit oder in einer Hosentasche, auf das Survival Kit komme ich später wieder zurück, verwahrt werden und überall hin mitgenommen werden kann. Die Königsdisziplin natürlich ist es, sich dann im Endeffekt eine richtige, eigene, langfristige Behausung zu bauen, sowas wie ein Shelter. Das sollte man aber nur tun, wenn man natürlich davon ausgeht, dass man mehrere Tage dort bleibt. Ein Shelter zu bauen für eine Übernachtung ist sinnfrei. Nahrung. Nicht das wichtigste Grundbedürfnis zu überleben, aber vielleicht das allerwichtigste, um eine gute Laune zu haben, ist nun mal Nahrung. Der menschliche Körper kann relativ lange ohne Nahrung aushalten und, was noch viel wichtiger ist, er kann vor allen Dingen gestreckter Nahrung relativ lange auskommen. Das bedeutet, der grundlegende Körper braucht so ungefähr 500 Kalorien pro Tag, um sozusagen so eine Art Starthilfe zu bekommen. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Er braucht erstmal so einen kleinen Anschubser und danach kann er dann einfach die Reserven verbrauchen, die er bei sich im Fett gespeichert hat oder sonst irgendwo. Das heißt, es kann tatsächlich durchaus Sinn machen, sich ein paar Beeren und ein paar Insekten, wenn man das möchte, reinzupfeifen, um so einen kleinen Grundkalorienhaushalt zu haben. Und der Rest wird dann aus den Reserven gezogen. Dennoch kann der Mensch sehr lange ohne Nahrung teilweise auskommen und es ist deshalb nicht die oberste Priorität. Das waren die vier Hauptgrundbedürfnisse. Jetzt können wir natürlich von vornherein gucken, dass wir immer ein bisschen Ausrüstung dabei haben, in jeder Alltagssituation, vor allen Dingen aber immer, wenn wir irgendwo wandern gehen, auf Touren gehen, in der Natur draußen unterwegs sind, zum Beispiel in einem kleinen Survival Kit, einem kleinen EDC-Pouch oder sonst irgendwas in der Richtung, um diese Grundbedürfnisse uns zu erleichtern, beziehungsweise es uns zu erleichtern, diese Grundbedürfnisse zu erfüllen. Es gibt verschiedene Arten von Survival Kits, wenn ihr ins Internet guckt, auf Amazon und sonst irgendwas, hunderte, ganz verschiedene Arten. Es ist immer ein bisschen was Unterschiedliches drin, ein paar Sachen kommen in jedem vor, aber da gibt es immer unterschiedliche Vorstellungen. Ich habe euch zum Beispiel mal ein ganz günstiges vorgestellt, das aber meiner Meinung nach mehr so für, ja, für ein kleines Geschenk für den outdoor-interessierten Neffen oder sonst etwas ist und weniger eine richtige Lebensversicherung. Aber auch da war das Allerwichtigste, was man so haben kann, drin. Jeder wird euch natürlich ungefähr was anderes erzählen, je nach seinen eigenen Präferenzen, was in so einem Survival Kit denn eigentlich drin sein sollte. Weil jeder meint, er hat da natürlich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Eigentlich können wir uns ja ganz einfach an den Grundbedürfnissen orientieren. Das erste Grundbedürfnis ist Wasser. Was kann ich in einem Survival Kit tun, um mein Grundbedürfnis nach Wasser halbwegs zu stillen? Wenn wir uns jetzt verschiedene Survival-Techniken angucken mit der Wassergewinnung, ist meistens immer irgendwo eine Art von Plastiksack, ein Auffangbehältnis oder sonst irgendwas drin, von verschiedenen Techniken, die man draußen machen kann. Das heißt, eine Art ganz dünner Plastiksack. Ihr kennt die vielleicht von eurem türkischen Obstverkäufer oder sonst irgendwas. Ja? Am besten noch dünner. Ja? Die wiegen überhaupt nichts und sie können dafür genommen werden. Also Plastiksäcke in verschiedenen Größen oder sonst irgendwas. Damit können wir uns zum Beispiel helfen, wenn wir Wasser haben möchten. Ebenfalls natürlich wichtig,
zum Beispiel Wasserentkeimungstabletten etc. Solche Dinge können uns sehr gut helfen, wenn wir nicht in der Lage dazu sind, Wasser abzukochen. Sind klein, wiegen fast gar nichts und können uns das Leben retten. Was sich praktisch in jedem Survival-Kit irgendwo befindet, ist irgendeine Art und Weise, Feuer zu machen. Zum Beispiel mit einem Feuerstahl, der, ich habe glaube ich noch nie ein Survival-Kit gesehen, wo nicht ein Feuerstahl drin ist. Es ist mit die verlässlichste Methode, mit der man überhaupt nur Feuer machen kann, weil ein Feuerstahl kann auch nass werden und sonst irgendwas. Die Funken kriege ich trotzdem immer raus. Das heißt, es ist eigentlich immer eine gute Idee, zumindest einen kleinen Feuerstahl immer irgendwo am Körper zu tragen mit einem kleinen Anzündstoff. Zum Beispiel ja, Watte getränkt mit Wachs oder sonst irgendwas, Kienspan, was euch da am liebsten ist. Da werden natürlich die Bushcrafter unter uns schon viele Methoden kennen und ihre Lieblingsmethode da schon längst rausgefunden haben. Eine andere Möglichkeit sind natürlich wasserfeste Streichhölzer, beziehungsweise Streichhölzer, diese Cowboy-Streichhölzer, die man überall anmachen kann und überhaupt kein Problem haben. Man kann seine eigenen Streichhölzer übrigens wasserfest machen, indem man den Kopf einfach nur in Wachs tränkt. Einen Unterschlupf zu bauen könnte schon schwieriger werden, mit einem kleinen Survival-Kit, beziehungsweise alles dafür dabei zu haben. Es gibt zum Beispiel Drahtsägen. Die hatte ich auch in dem einen Video eine drin. Die haben so zwei Ringe und dann ist das wie so eine ganz dünne Fahrradkette, mit der man durch einen Baumstamm schneidet. Es ist prinzipiell möglich, ich finde es allerdings sehr mühsam, umständlich und es tut weh, wenn man keine eigenen Handschuhe dabei hat. Ich bin kein großer Fan von denen, weil ich muss sagen, da funktioniert einfach die Säge, die an meinem Victorinox Rangerwood dran ist, besser. Angenehmer, mit weniger Aufwand und sonst irgendwas. Und das habe ich sowieso immer dabei. Das heißt, in meinem Survival-Kit müsste keine solche Säge dabei sein. Wie gesagt, das Beste, was ihr allerdings meiner Meinung nach machen könnt, ist irgendeine Art von 2x1,50 ganz, ganz dünne Plane, die gerade so wasserdicht ist, um die irgendwie über euch rüber zu spannen mit ganz dünnem Paracord. Ich gucke mich da gerade noch ein bisschen um und wenn ich da was Gutes finde, dann sage ich euch natürlich Bescheid. Aber so könnte man natürlich noch besser seinen Unterschlupf bauen. Im Survival Kit Nahrung betreffend haben wir verschiedene Gegenstände, die uns Nahrung besorgen können. Meiner Meinung nach macht es in den meisten Fällen tatsächlich Sinn, zumindest etwas Kleines, Bissiges für den Geist, für die Psyche dabei zu haben, was uns ein klein bisschen Energie gibt. Wir können in einem Survival Kit nicht so viel Essen dabei haben, dass wir ernsthaft mehrere Wochen überleben können. Aber wir können ein, zwei süße Müsli-Riegel oder sonst irgendwas reintun, ja, kleine, dünne, die vielleicht auch nicht so viel wiegen, die uns durch die Nacht helfen, falls wir irgendwo gestrandet sind, die uns ein bisschen Anschubhilfe geben und die psychisch auch ganz wichtig sein können, wenn es um eine Survival-Situation geht. Natürlich gibt es dann verschiedene kleine Werkzeuge, die auch noch dabei sein kann. Allseits beliebt ist die Schnur mit Angelhaken, um einen Fisch irgendwo rausangeln zu können, einen kleinen oder sonst irgendwas in der Richtung. Habe ich selber noch nie ausprobiert, beziehungsweise mit den Pfadfindern damals in Schweden haben wir das ein bisschen gemacht, von einem Steg aus, aber wie gesagt, das war ein Steg und nicht irgendwo ein See in der Pampa, beziehungsweise es war ein See in der Pampa, aber da war trotzdem ein Steg, weil in Schweden, da ist ja immer irgendwo irgendwas. Prinzipiell von der Theorie weiß ich, dass es funktioniert. Ich glaube nur, dass es schwierig sein kann, damit wirklich etwas zu angeln, wenn wir irgendwo einen Notfall haben. Man muss mal gucken, ich werde mich da auch noch ein bisschen schlauer machen. Ich sehe das aber ein bisschen als schwierig an. Eine weitere Möglichkeit natürlich, die hier in Deutschland verboten ist, das heißt, wir können sie auch nicht üben, ist es, Fallen zu bauen. Fallenjagd ist aber außer mit Ausnahmegenehmigung, soweit ich richtig liege, verboten. Das heißt, wir können das nicht trainieren. Und wenn wir es nicht trainieren können, dann bringt es fast nichts, die Werkzeuge dafür im Survival-Kit zu haben. Man kann sie natürlich reintun, wenn ihr darauf Lust habt. Ein kleines Survival-Kit, das wir immer dabei haben, ist natürlich praktisch, aber wir könnten uns natürlich auch eine größere Tasche machen, in der mehr Sachen drin sind, die uns wirklich auch Komfort verschaffen und uns dabei helfen, draußen zurechtzukommen, die wir aber nicht immer dabei haben. Aber die wir zum Beispiel per Molle-System oder per Klick-System, was auch immer euch am liebsten ist, außen an einen Rucksack machen, sobald wir wissen, aha, wir gehen auf eine wochenlange Tour draußen. Diese Notfalltasche ist dafür da, dass ich sie zum Beispiel jederzeit vom Rucksack abnehmen kann und auch an meinen Gürtel machen kann.
In dieser befinden sich dann mehr Sachen. Zum Beispiel sehr praktisch sind ganz kleine Kocher, die nachempfunden sind von diesen alten metallenen Brotdosen mit einem kleinen Henkel dran, die gar keinen Deckel und sonst irgendwas in der Richtung haben. Natürlich dann die erwähnte kleine Plane und, und. Da können wir uns später mal ein bisschen was angucken, worauf wir Lust haben. Ich werde da auch ein bisschen noch rumexperimentieren. Mit so Ausrüstung habe ich ja immer meinen Spaß. Und dann gucken wir mal, ob wir uns zusammen eine gute Notfalltasche erstellen können. Weiterhin ein wichtiger Punkt beim Survival-Thema ist natürlich das Messer, beziehungsweise unser Hauptwerkzeug. Ein gutes, standardmäßiges Messer, mit dem man batonen kann, hebeln kann, meiner Meinung nach sogar graben können sollte, etc., ist sehr wichtig. Und ich glaube, die meisten von uns haben sich auch schon viel mit Messern beschäftigt. Ich zum Beispiel habe ein 20-Euro Survival-Messer, das einem Bear Grylls Standard-Survival-Messer nachempfunden worden ist, mir mal aus China gekauft, und das ist das, was ich am meisten benutze, weil es ist leicht, es ist robust, es hat noch einen Feuerstahl drin, es hat einen Schärfer drin, was will ich mehr? Tatsächlich ist es gar nicht so wichtig, dass ein Messer groß und schwer ist. Denn am besten für große Arbeiten sind ja eigentlich Beile gedacht, weil sie auch wirklich dafür gemacht worden sind. Außerdem kommen wir natürlich in Deutschland mit dem Waffengesetz immer ein bisschen in Konflikt, wenn wir ein Messer mit einer feststehenden Klinge haben, das länger als 12 cm ist. Euer Messer müsst ihr euch natürlich sorgfältig auswählen, wenn ihr wirklich diesen Survival-Gedanken habt. Denn ein Messer kann nicht nur ein Werkzeug zum Schnitzen und zum Schneiden von Lebensmitteln sein, sondern es kann natürlich auch zum Batonen sein, es kann zum Umhacken von ganzen Bäumen da sein, je nach Größe des Baums natürlich. Und nicht zuletzt ist es auch ein Sicherheitsgefühl, weil es ein Selbstverteidigungsgegenstand ist. Ja, das waren die absoluten Grundlagen, wenn es um das Survival-Thema geht. Ich denke, dass vielen von euch Bushcraftern, Outdoorern, Treckern einiges davon schon bekannt war, aber ich hoffe, ich konnte euch dennoch ein bisschen was Neues erzählen, beziehungsweise Anregungen zum Diskutieren und Nachdenken, beziehungsweise Erweitern eures Ausrüstungskits geben. Ich hoffe, dass ich allen Anfängern, die noch nie im Thema Survival waren, damit eine kleine Anregung geben konnte, und ich hoffe, ich habe euch gut darauf vorbereitet, was in den nächsten Wochen und Monaten hier passieren wird. Denn mit diesem Grundlagenwissen werden wir aufbauen auf alle folgenden Videos, auf verschiedene Techniken, auf verschiedene Ausrüstung, auf verschiedenes Wissen. Und ich werde immer wieder Bezug nehmen auf zum Beispiel die vier Grundbedürfnisse, die wir gerade besprochen haben. Ich weiß, das hier war noch lange nicht umfassend genug für die eigentlichen Grundlagen von Survival. Denn zum Beispiel gehört noch Orientierung ein ganz großer Punkt dazu. Was mache ich in welcher Gefahrensituation? Wann ist es sinnvoll, am Lager zu bleiben, beziehungsweise am Unglücksort, und wann nicht? Im Normalfall ist es immer besser, am Unglücksort zu bleiben. Aber es gibt auch Momente, in denen es sicherer ist, weiter zu wandern. Was ist mit der Medizin? Habe ich ein Ausrüstungskit als Pflaster, Medikamente, vor allen Dingen gegen Durchfall, sehr wichtig, dabei oder nicht? Kann ich aus Kräutern und vielleicht einfach nur T-Shirt-Fetzen eine Art Kompresse, Bandagen, Heilungsmittel, irgendwas selber machen? All das sind auch noch Themen, die sehr im Survival-Bereich wichtig sind und auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ich hoffe, dieses Video als Einführung in das Survival-Thema und auf die zukünftigen Videos hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Survival-Videos, und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.